Der Akkordeonist und Bandoneonspieler Klaus Beyer zählt zu den gefragtesten Jazz-Exporten Österreichs. Von Wolfsberg in Kärnten zog er aus, um die musikalische Welt zu erobern. Dazu gehört aber nicht nur, dass man auf seinem Instrument 100% zu Hause ist. Der Manager Klaus Beyer ist für den Musiker Klaus Beyer unerlässlich. Bis zu 80 Konzerte spielt er pro Jahr. Gerade eben ist er aus Jekaterinenburg hinter dem Ural zurückgekehrt. Tolle Festivals, wirklich fantastisch waren. Das Publikum war dermaßen euphorisch. Ist auch wieder für nächstes Jahr, für 2012 im Jänner, eine Tournee geplant. Dann war ich einmal mit einer Tour in Vietnam. Zwei tolle Konzerte gehabt. Das war wunderschön in Algerien. Dann waren wir mal in Israel. Ob im Trio, im Duo, ob Solo oder mit dem Radio String Quartett Vienna, Klaus Beyer ist facettenreich. Seine Musik ist eine Mischung aus Musette, Tango und Balkan-Sound. Bayerische Weltmusik eben. Jetzt hat er CD 13 und 14 herausgebracht. So unterschiedlich die Musikstilmischung von Klaus Beyer ist, so abwechslungsreich sind auch die Kombinationen, in denen er auf der Bühne steht. Für mich ist es immer eine ganz große Herausforderung mit unterschiedlichen Formationen. Rhythmusgruppe hat wieder ganz andere Funktion, Bass, Schlagzeug, als zum Beispiel mit dem Duo, mit Saxophon oder mit Cello zu arbeiten. Und das macht das schon sehr interessant. Klaus Beyer demnächst wieder auf Tour quer durch Europa und Österreich. Die soeben erschienenen Alben Solitär und Dragonfly jetzt im Handel.